sind eben angekommen. Verstanden. Rücken den Sektor vor. Alles ruhig. Hörst du das? Hier ist alles sicher. Falscher Alarm. Verstanden. Durchsuchung fortsetzen. Kein sichtbares Ziel. Rücken vorzulegen. Ist da was? Hab mich wohl geirrt. Verdammt, wo ist der hin? So, da bin ich auch mitspielen. Wie schaut's aus? Das ist alles nur da geskriptet. Ich will auch. Hier in Chinatown. Hier ist auch alles klar. Nein, keine Spur von Prophet. Bitte komm. Blacktail Actual, hier ist Blacktail 9. Alles okay bei Delancey 4 Alpha. Rücken vor zum nächsten Quadranten. Over. Negativ, Blacktail 9. Nex hat Red Star Rising ausgelöst. Alle Patrouillen werden abgezogen. Red Star Rising, bitte sagen Sie das nochmal. Over. Verstanden. Red Star Rising ausgelöst. Scheiße, was ist los mit denen? Red Star Rising? Was denken die sich? Ich weiß nicht, scheiß auf Prophet, verschwinden wir! Hey! Was ist mit Steven? Vergiss ihn, der kommt schon nach! Oder er kommt auch nicht nach, wer weiß, er weiß. So, Chinatown sind wir unterwegs. Nach wie vor darf ich dazu schauen. Red Star Rising gehört, Psycho? Nein, noch nie. Sal kneift nicht so schnell. Finde raus, was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Hört ihr das? Scheiße. Rasch und Claire sind offline. Ich seh mich um. Du musst alleine zurechtkommen, während ich rausfinde, was los ist. So, Falscher Alarm. Wir sind mitten unter Feinden. Das klingt ja sehr spannend. Was ist denn da für Verkehr da, sag einmal? Ja, schon Nanovision und Tarnfeld ist ein bisschen sehr schlecht für die Akkuleistung. Checkt seine letzte Position. Aber es nutzt ja nix. Seine Tarnung rettet dich auch nicht, Arschloch! Ja, ja, ist schon recht. Das kann man schon öfters gehört und jedes Mal habt's Pech gehabt, leider. Weil mich die Tarnung sehr wohl rettet. So schaut's aus. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. So, der ist einmal weg da. Und die wir mal gleich schnappen da. Getarnt, gepflegt mit dem Messer. Pass auf, wo gehst du hin? Der versteckt sich. Schnappt ihn euch. Na, verstecken kann man sich nicht. Nur einfach taktisch positionieren. Ja, nehmen wir es mal so. Verstecken macht sich immer so feige an. Willst du verstecken spielen? Oh, ist keine Munition. Was ist der Mist wieder? Keine Munition, das ist suboptimal, meine Herren. Und den Schalldämpfer irgendwo mit. Die Knarre hat keinen Schalldämpfer. Dann da haben wir da einen Schalldämpfer drauf. Da haben wir auch keinen Schalldämpfer. Das ist nicht rot, ne? Ist in Ordnung. So. Also Gegner gibt es da wirklich ohne Ende. Da hinten würde mal zumindest ein Pfeil von mir sein. Ein Pfeil stecken, hätte wenigstens mal wieder einen. So, den haben wir wieder. Das heißt, für den Typen wäre er gerade richtig, oder? So, wie viel kommen da jetzt noch? 1, 2, 3 oder was? Ich starte bei meinem Messer. Oh,
war nicht sehr schlau. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hänge da immer irgendwo fest. Was ist denn da los? Komm her. Bleib doch da. Was laufst du denn da fahren? Vielleicht braucht man gar nicht aufhalten mit den Typen. Vielleicht soll ich einfach drüber latschen. Oh, warum kann man nicht tarnen? Oh, ich häng schon wieder irgendwo. So, bitte. Scheiß an, da fahren wir mit der Kalte durch, mit der groben. Nur nicht ein bisschen Action haben. Komm her. So, nächster bitte. Das machen wir jetzt auf die Keulentechnik. So, wie schaut es da aus? Was haben wir denn da jetzt? Da gibt es Munition. Oh, da gibt es Pfeile, da müssen wir hin. Da müssen wir hin, da gibt es Pfeile, das ist super. Das ist genau mitten irgendwo, oder? Aber es geht sich aus, da schön. Wo ist denn das für ein Gebäude da? So, Pfeile ohne Ende, jawohl. Super. So, markieren wir uns wieder ein paar Gegner und die schnappen uns dann. Kommen denn auch, jawohl. Hinten sind auch noch ein paar, wunderbar. So, da oben stehen einer herum. Und tschüss. Wo so Stealth Kills waren schon cool, oder? Dir fällt das nicht auf, oder? Nehmt ihr deinen Kollege da tot umfällt? Stellt ihr das nicht, oder? Willst du verstecken spielen? Komm raus! Du weißt überhaupt nicht, wo ich bin, gell? Aber sagt der 1, hilft dir mal, schau, da bin ich. Da bin ich, Bursche. In deiner Nähe liegt ein deaktivierter Iron Horse, ein Geheimdienstmelder. Die nehmen ihre schmutzigen Geheimnisse wohl mit ins Grab. Prophet, weil du diese Infos siehst, erfährst du vielleicht, wer mich gefoltert hat. Mann, das könnte ein Fundus von Zellgeheimnissen sein. Ja, die Frage ist, wo ist das, was du da meinst? Schau mal auf die Missionskarte. So, Sekundärziel, das ist dann das I, das ist da genau vor mir, mehr oder weniger. Ich bin da irgendwo, ich häng, ah, ich seh nix. Einfach zu dunkel da. Also in Nanovision, ja, die braucht zu viel Strom, es bin ja nix. So, schauen wir mal, ob es noch mehr gibt, als die, was ich da markiert habe. Nö. Was sind wir 17 überhaupt? Hack mal die Mine nochmal. Vielleicht läuft ja einer von den Typen da drüber. So, die gehört schon mal mir, die hacken wir gleich. So, die gehört auch mir. Was haben wir noch?
Das sieht man doch schon wieder. So schnell schießen die Boys nicht, heißt es bei uns. Ah, was ist denn das? Was ist das? Warum sieht mich das? Warum schießt es auf mich? Sie holen die Informationen mit einer Eskorte ab. Du hast nicht viel Zeit, sie abzufangen. Nicht, dass das wichtig wäre. Aber wenn wir wüssten, wer mich gefoltert hat, könnte ich einige persönliche Dinge klären. Ja, ich darf eh schon. So, muss ich noch hin? Wo ist denn dieser? Da vor mir ist es jetzt. Granate! Check deine letzte Position! So, tank meine Energie auf und dann schauen sie noch rüberkommen. Doch, kann ich. Ich kann mich verstecken, so wie ich will. Spielzeug nicht auf. Ist mal weg. Was ist schon wieder? Feuerleitsystem. Ja, oft hast du Pech. Was sieht man denn da jetzt schon wieder? Oh. So, wie bist du? Ich habe Ironhorse gefunden. Benutzt ihn! Lass, such jetzt die Akte des Skinlabors. So, da gibt's was. Eine Akte. Zweite. Dritte. Was gibt's noch zu finden da? Gibt's auch noch jede Menge. Wir sind da rauf, da muss ich rauf. Hopp! ID verloren, was denn das? Öffnen, was gibt's denn da? Okay. Hat sie. Was bitte? Nichts. Ist zensiert. Ah, Mist! Ich muss auch noch mitnehmen da. So, alles mit dabei, oder? Was gibt's denn jetzt sonst noch? Oh, da gibt's Munition. Da wollen wir hin. Hey. Komm, Energie, 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 danke auf. Du hast genau gar nichts, so schaut's aus. So, wo denn das ist? Manovision aktiviert. Er kann nicht weit sein. Holen wir ihn uns. So, wir kommen jetzt drauf da. Hüpfen mal rauf da. So geht's nicht. Dann muss ich irgendwo da draußen gehen, oder? Manovision aktiviert. So geht's einmal. Da hüpfen rauf. Ah, es ist wieder keine Energie mehr da. Jetzt aber, hä? Huh? Die Pfeile da, hepp, da noch rüber und da rein, da bitte. Jetzt haben wir da volle Ausstattung.
Das heißt, wir machen uns auf den Weg da Richtung Zielgebiet. Ich Trottel. Ne, machen wir anders. Zerstören wir einfach, dann gibt's keinen Ärger. Ja, wir sehen einmal. Schaut's denn aus, so gegnertechnisch. Was haben wir denn da jetzt zu Hause? In die Richtung müssen wir noch. Dann gehen wir mal. Entfernung zum Ziel verringern. Verstanden, schieße es in Stücke, lasst mich bloß in Frieden. So, Ziele habe ich jetzt alles erledigt, sekundäre Ziele auch, also ich muss nur nach vorne, so, das werden wir einfach das umgehen, das Ganze. Eure Minenfelder können sich behalten, ich gehe einfach außen rum. So schaut's aus, meine Herren. Ah, du bist die Datenkarte. Nö, hab ich das schon geholt oder was? Da gibt's noch was. Und da gibt's noch ein anderes Suit-Upgrade. Na bitte. Das heißt, ich muss da irgendwo rein und irgendwie wird das schon gehen, oder wie ist die Frage? So, Tanne mal da, jawohl. Jetzt schauen wir mal. Einer weg. Zweiter weg. Dann wäre da mal halbwegs aufgeräumt. Nix ist das. Alles nur eine optische Täuschung. Genau. So, wo waren da jetzt meine anderen Pfeile? Da war noch was und da ist auch noch einer. So. So, Sprengpfeil. Was hat der da? Genau, da ist auch hin. Dann schaut wieder um auf normalen. So, hier können wir Knarre auch wieder mal hernehmen, oder? Bravo, vorrücken, vorwärts! Zur letzten bekannten Position vorrücken! So, sehen wir überhaupt nichts. Ja, und eine Vision ist zwar gut, aber verbraucht halt viel Strom. So, dann schauen wir mal, probieren wir mal. Wie ist der Stockwerk rauf? Was warte mal, da ging es doch eh rauf, oder? Das da hüpfen wir nicht. Das da hüpfen wir nicht. Komm raus und stell dich, du Feigling! Ja, nur keine Angst, die kommen dann schon noch. Wart's nur ab, dann bin ich schon da. Hier ist er nicht. Es geht los. Ah ja. Granaten, Munition, ist alles schön, da gibt's ein paar Daten. Und Upgrade für meinen Nano-Suit. Los,
So, sonst ist ja nichts, oder? Zeitrutsche jetzt benutzen, jawohl. Ja, ganz lässig überlaufen, die Typen, ne? Hey. Test, Test. Prophet, sind Sie da? Der Funk war offline. Ein EM-Impuls hat das Netzwerk lahmgelegt. Rasch ist verschwunden. Ich muss mich zuerst um ihn kümmern, aber Michael hat ihre Befehle. Was ist denn da los, ha? So. Wo in einer Welt bin ich da jetzt? Es ist alles dunkel. Man sieht nichts. Zumindest sehr wenig. Okay, da gibt es ein paar nette Dinge wieder. Wir schauen uns mal einfach in die Richtung nochmal latschen. Oh, ohne Billard, ja. Ah ja, schau. Oh, oh, oh. Herr Alpha-Sam, bereiten Sie Ihre Männer auf einen weiteren Kampf vor. Mit neuen Regeln. Neue Regel? Naja. Prophet, ich bin, laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mind-Carrier der Seth in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn besser umgehen. Negativ. Die Seth haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mind-Carrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Ja, was soll's? Da muss man durch. Alien-Verstand, sollen wir mal schauen. Nähere Dichte, Mind Career. Oder vorne gibt es ein bisschen Equipment wieder, da rechts. Das ist schön. So, was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt eigentlich, Einzelschuss Vordergriff. So. Achtung, Achtung, hier ist Turm 436, stehen unter schwerem Beschuss. Massive Seth-Verbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, hier Bodeneinheit Täter 1. Wir verstärken den Abwehrriegel. Täter 1, hier Oversight. Größerer Feindverband nähert sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten. So schaut's aus. So, nächster bitte. Wo seid's denn? Kommt's her. Turm 436! Wir haben hier ein ernsthaftes Problem! Haltet diese Bastarde mit schwerem Gerät auf, bevor sie uns überrennt! Abwehrsysteme bei 60%! Wir sterben hier wie die Fliegen! Was zum Teufel ist hier los? Was gibt's denn da eigentlich? Oh, ein bisschen Equipment. Bisschen Equipment, das ist schön, jawohl. Jetzt mach auf die Tür. Was hab ich da bekommen, außer nix? Da, was denn ist? CQC, Typhoon. L-Tag, jawohl. So richtig ideal ist die Knarre nicht, ha? Kann das sein? Vor allem ist sie schon wieder leer. Nö, da holen wir wieder mal andere. Wo ist denn der jetzt? Tausch mal aus gegen mein. So, jetzt halt. Altbewährt ist es oft gescheiter wie das neue moderne Zeug, was nicht funktioniert. Scheiße! Überall Gegner, wisst ihr was? Das machen wir nochmal Pause. Das müssen wir nochmal frisch aufrollen von vorne. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker. Da geht die Post an. Ist dann arisch.